Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zur Open Beta von Ghost Recon Breakpoint. Jetzt mit der fünften Hauptmission von Operation Greenstone, der Feind meines Feindes. Wir müssen zum Hauptsitz der Scale Foundation gelangen und der befindet sich im nördlichen Teil der Region Infinity, östlich von Ravenwood. Erstmal gucken, wo ist Infinity? Gar kein Unterschied. Achso, das kommt nur hier. Okay. Okay, Infinity haben wir hier unten. Im nördlichen Teil. Östlich von Ravenwood. Ravenwood ist hier. Dann ist das hier wahrscheinlich der Hauptsitz. Denn das ist östlich davon. Gut. Dann flattern wir doch mal eben dorthin. Sicher, jetzt ist es innen drin blau, das Cockpit. Voll cool. Die Nachtsicht, habe ja gesagt, die wurde überarbeitet. Ich finde, sie ist jetzt fast so, wie sie jetzt ist, ein bisschen zu dunkel. Sie ist, also das sieht man mehr, wenn man die Nachtsicht aus hat. Das ist ein bisschen... Aber es ist tatsächlich eventuell sogar ein bisschen realistischer. Denn echte Nachtsichtgeräte sind ja Restlichtverstärker. Also abgesehen von Infrarot-Nachtsichtgeräten. Und wo kein Licht ist, kann auch nichts verstärkt werden. Allerdings ist hier überall Licht. Gut, hier geht's. Ja, und da hinten, wo kaum Licht ist, es kann kaum was verstärkt werden. Ne? Ja. Es ist nicht ganz realistisch, es ist trotzdem ein bisschen zu weh. Oh, ich will da oben drauf. Trotzdem immer noch ein bisschen wenig. Ah, also ein bisschen dunkel. Finde ich. Aber wir werden sehen. Lala, einfach auf dem Dach gelandet. Ich hoffe, da kann man nicht durchgucken. Das wäre schlecht. Nee, das scheint solide zu sein. Dann können wir von hier oben ganz, ganz gemütlich aufklären. Hauptsitz der Scale Foundation. Da sind wir ja schon mal richtig. Für die Drohne haben wir vielleicht einen Skillpunkt. Den wir... Nee, leider nicht. Sonst hätte ich gerne die Nachtsicht oder noch besser die Wärmesicht für die Drohne freigeschaltet. Guck mal, da ist das unterirdische Dings. Das war jetzt Zufall. Ich dachte, da unten wären noch Gegner. Deshalb bin ich dorthin geflogen. Nicht, dass ihr meint, ich... Ich würde die Mission schon kennen, denn das tue ich tatsächlich nicht. Wo sind denn die Gegner? Da. Hier in der Wache. Da auch. Oh, guck mal, das Licht scheint jetzt raus aus den Gebäuden. Sehr gut. Vorher war es ja einfach... So, vorher war es genau so. Da war es einfach nur eine helle Wand. Aber jetzt scheint das Licht noch raus. Oh, wie gut. Wie gut. Hier auch? Ja, sieht so aus. Oh, man kann sogar ein bisschen reingucken. Allerdings kann man nicht rausgucken. Na, so ein kleines bisschen. Aber selbst von hier aus müsste man das Geländer da vorne... Huch. Das Geländer da vorne sehen. Naja. Meckern auf hohem Niveau. Meckern, das können wir Deutschen. Da sind wir Experten. Der Deutsche ist unglücklich, wenn er nichts zu meckern hat. So, kann mir mal einer sagen, warum die Sniper leuchten? Es ist keine Lampe oder so, der leuchtet einfach innerlich, oder? Doch, der hat eine Lampe. Aber warum leuchtet die Lampe auch durch seinen Kopf durch? Hier. Die leuchtet durch seinen Kopf. Beim Einsatz in Freeport gab es wohl irgendwelche Schwierigkeiten. Naja. Was haben wir hier? Ah, eine Transportdrohne.
Und dann haben wir hier auf jeden Fall noch irgendwo Gegner. Die sind aber bestimmt unterirdisch. Dort, wo wir ja hin sollen. Ist die Frage, wie kommen wir jetzt da runter? Können wir hier Base jumpen? Ich hoffe es. Ah, von da hinten. Also bisher hat Base Jump bei mir nicht so gut geklappt. Ich bin immer abgekackt. Nee, ich drücke leer, aber es geht nicht. Er macht nichts. Und wenn ich nach vorne drücke... Oh, ich habe nach hinten gedrückt. Na toll. Prima. Hat ja gut geklappt. Toll. Ich hatte die Kamera... Ja, so, dass unser Charakter nach rechts guckt und ich habe nach links gedrückt, dann, weil ich in die Richtung gehen wollte. Und er macht einfach einen Schritt nach vorne. Was soll die Kacke, ganz ehrlich. Ah! Na gut, immerhin ist das Ding noch markiert. Die Wachen leuchten viel zu hell. Ist voll nervig. Na guck mal, hier... Nachtsicht geht ganz gut. Oh oh, oh oh. Wir haben wohl ein paar Helis abgeschossen. Ich weiß, sie hatten alle Informationen, aber. Ist mir egal. So, was haben wir hier noch? Nichts Besonderes. Aber einen neuen Skillpunkt. Was haben wir hier? Ausdauerkosten. Oh ja, weniger Ausdauerkosten, bitte. Bitte. Oh, Drohne. Und ein Auto höre ich. Ist der da drin? Nee, drin ist keiner. So. Wer sieht mich denn da? Wo bist du denn, mein Sonnenlicht? Sonnenlicht. Licht. 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 Da. Oder? Nee, das sind Zivis. Ich will die Transportdrohne. Jetzt kriege ich nichts von der. Ah, sie hat. Oh, holy shit. Oh, Alter, ich habe die Maus weggeworfen. So bin ich gerade erschrocken. Alter, warum ist sie denn jetzt. Alter Schwede. Damit habe ich nicht gerechnet. Absolut nicht. Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Alter, mein Herz. Mein armes, altes, schwaches Herz. Oh. Nettes Höschen. Alter, diese Drohne. Ihr müsst ja bedenken, ich habe auch noch Kopfhörer auf. Für mich war das noch lauter. So, da oben läuft er rum. Kommen wir da runter? Ja, nice. So, jetzt wird's spannend. Da sind auf jeden Fall Gegner drin. Huch, nein, ich wollte eigentlich langsam gehen. Ich war noch die Steuerung von Dingens gewohnt. Von Wildlands. Und hab X gedrückt, aber auf X habe ich die Klassenfähigkeit liegen. Standardmäßig ist die auf Y, aber da habe ich die Drohne hingemacht, wie bei Wildlands. So, Fundstück. Drohnenskizzen. Ist das ein Drohnenchassis? Sieht ein bisschen so aus, ja. Sollte hier nicht niemand sein? Ja,
Das sollte doch geheim sein, oder? Hier sollte doch niemand sein. Oder verwechsel ich da was? So, untersuchen das geheime unterirdische Labor ist ein Dingsbums der Scale. Achso, es ist noch gar nicht das unterirdische Labor, okay. Oder ich habe es noch nicht fertig durchsucht. Also warum sind hier Sentinel? Was? Hä? Warum sind die... Ach, die haben einen Schuss gehört. Warum sind hier Sentinel? Hier sollte doch sonst niemand sein. Nur der eine Mensch sollte davon wissen. Der sollte sogar die Drohnen... Oh, das sind Wolves. Okay. Vergesst, dass ich gefragt habe. Vergesst, dass ich gefragt habe. Bist du da hinten ein Wolf? Ach fuck, sie hat in keiner Ansicht irgendwas. Nein, es ist kein Wolf, so. Da ist aber noch irgendwo einer. Da! Habt ihr das? Tut mir echt leid. Aber du gehörst auch dazu. Hey! Der hat jetzt einen kleinen Schritt nach hinten gemacht. Okay. Das Messer ging voll daneben. Aber solange er tot ist, beschwere ich mich nicht. Schon wieder ein MG. Mann, ich mag die LMGs nicht. Das einzige Spiel, bei dem ich freiwillig LMGs benutze, ist The Division. Jess, gell? Los, wir müssen hier raus. Scheiße. Okay, hören Sie. Mein Name ist Nomad. Ich gehöre zu einem Team, das herausfinden soll, was auf Aurora vor sich geht. Maurice Fox sagt, ich kann Ihnen trauen. Ich vertraue Ihnen nicht. Aber die Leute, die Sie jagen, wollen auch mich. Helfen wir uns doch gegenseitig. Arbeitet Fox für Ayanna Puri? Die Frau, die jetzt CEO ist und mit diesen Tieren arbeitet? Nein. Er ist in einer Höhle mit Matt Schulz. Höhle? Naja, das ist cooler, als es klingt. Ich nehme mir einen Kram. Na los. Na los, wir müssen weg. Es ist meine Schuld. Das alles. Ich bring's in Ordnung. Klar. Es sind die Drohnen. Operation Citadel. Citadel hält die Leute hier gefangen. Wir können Aurora damit befreien. Und wie? Was hat Walker mit der Sache zu tun? Walker war unser Militärberater. Er führte die Übernahme von Aurora. Er wollte nur die Drohnen. Ich dachte, er wäre ein Freund. Ja, dachte ich auch. Da kommen mir doch glatt die Tränen. Raus, raus, los! Was verdammt. Walker. Josiah. Schön, dich zu sehen, Nomad. Freut mich, dass du noch am Leben bist. Und du hast dir so viel Mühe gegeben. Du musst verstehen, dass es nichts Persönliches. Er hat Gründe, hier zu sein. Sie ergeben Sinn. Josiah, sei kein Idiot, er ist ein Verräter. Er ist ein Revolutionär. Und wir haben einen Plan, um die Welt zu verbessern. Du hast meine Leute getötet.
Und auch Weaver. Wir haben beschlossen, die Krieger zu sein, die wir sein sollten. Deine Vorgesetzten, sie glauben an gar nichts. Wir machen dir ein Angebot, Nomad. Übergib uns Jace. Komm zu uns. Wollen Sie mich ausliefern? Nein. Das war mir schon klar. Du warst schon immer so gerecht. Das Glas ist kugelsicher. Ein Scheiß ist es. Wir müssen hier weg. Da ist der Ausgang. Hier leiten wir giftige Dämpfe ab. Das könnte uns töten. Die werden uns sicher töten. Oh Mann. Ich kann nicht erwarten, die Story fertig zu spielen. Das war jetzt die letzte Mission. Beziehungsweise, sie ist ja noch nicht fertig. Aber Alter, die letzte Mission der Open Beta. Alter, ist das gut. Ist das gut. Eine echt gute Story. Wer hätte das gedacht? Jemand, der Ghost Recon kennt? So im Generellen? Wahrscheinlich nicht. Habe ich einen Schalldämpfer vielleicht ab, das ihr jetzt eben gehört habt? Jo, Schalldämpfer ist ab. Oh, ja, eben als ich den einen im Nahkampf erledigen wollte. Hat er ja den... Habe ich beim ersten Mal nicht getroffen, da hat er den Schalldämpfer abgemacht. Was? Verhören. Ruhende Seele Einsatz? Nö, stopp. Ich mache jetzt keine Nebeneinsätze. Mensch, Heli, hör doch mal auf, mich zu entdecken. Ich schieß dich jetzt nieder und dann war's das für dich. Ah, fuck. Na gut, schieße ich eben mit dem Sturmgewehr. Zack, das war der Pilot. Bam. Alles in Ordnung? Ist geil. Jace. Jacey Baby. Ah, guck mal, da liegt noch einer. Was ist denn der Blödsinn? So, prima. Guck mal, Taxi. Alles einsteigen. Wow. Ich meine, der hat auch überhaupt keinen Karabiner, um sich festzuhaken. Also kein Gurt. Verdammt! Das ergibt keinen Sinn. Ich kenne Josiah, er ist einer von den Guten. Die wollten mich umbringen. Stellt sich die Frage, warum ich es nicht will. Was? Hey, die haben die Insel übernommen, ja? Und meine Firma. Ich bin einer der Guten. Und meine Firma? Und warum haben sie das Frachtschiff versenkt? Ich wollte... Das Schiff sollte Drohnen von der Insel bringen. Diese Drohnen könnten die mächtigste Waffe seit der Atombombe sein. Ich musste mich entscheiden. Ich musste etwas tun. Wurde jemand verletzt? Ein paar Crewmitglieder kamen ums Leben. Tut mir leid. Ich musste etwas tun, verstehen Sie? Vor ein paar Wochen haben sie die Drohnen in Südasien getestet. Dabei wurden unbewaffnete Zivilisten getötet. Ich wollte das alles beenden. Sie waren dabei, die Insel zu übernehmen. Das Schiff zu versenken war meine einzige Option. Ich habe gesehen, was ihre Drohnen können. Ein paar Selbstversorger und Skelltech-Angestellte wollten die Insel übers Wasser verlassen. Nein! Was ist passiert? Es war nicht schön. Wenigstens haben Fox und Harmony es überlebt. Das habe ich nicht gewollt. Dass sie überleben? Wo bringen Sie mich hin? Arrow One. Das ist die Höhle, in der sich ein paar der Selbstversorger verschanzt haben. Fox ist auch da.
Okay, also ist Gell eigentlich, also Jace Gell eigentlich doch einer der Guten, so wie es aussieht, hm? Nur, warum hat er die... Kann ich den erschießen? Ich muss das ausprobieren. Ja, verdammt. Nun! Ups. Ich gehe den mal eben nochmal holen und dann sehen wir uns in ein paar Sekunden wieder. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Und das war viel einfacher als erwartet. Als ich den Einsatz neu gestartet habe, wurde ich wieder dorthin teleportiert, wo wir als letztes mit Josiah gesprochen hatten. Und Jace Skell steht einfach hier rum. Er befindet sich vor Erebon. Okay, dann sprechen wir nochmal mit ihm. Okay. Was zum... Mats, das ist Jace Skell, CEO von Skelltech. Ja, ich weiß, wer er ist. Wie lange sind wir Nachbarn? Wären Sie mal nett gewesen, bevor Sie Hilfe brauchten. Oh, ich lag falsch. Ich dachte, Sie und Ihre Freunde wollten Ihre Ruhe. Schön, Sie mal kennenzulernen. Ja. Fox hatte recht. Er hatte nichts mit Sentinels Übernahme von Aurora zu tun. Walker war's. Jetzt sind sie hinter ihm her, weil er die Drohnen ausschalten kann. Ist es eine gute Idee, den Typ herzubringen? Sollen ihn die Wolves kriegen? Besser, als die Wolves hier zu haben. Jace! Oh, Harmony. Alles okay? Geht's dir gut? Mir geht's gut. Wir haben dich vermisst. Bleibst du jetzt bei uns? Harmony, ich weiß nicht, ob das... Mats? Kann er hier bleiben? Sie müssen es ihm erlauben. Ja, schon gut. Okay, okay. Natürlich kann er bleiben. Klasse! Schließen wir deinen Computer an. Mats, danke. Ich werde alles für Sie tun, was ich kann. Das verspreche ich. Wie viele beschissene Computer wollen Sie denn hier aufbauen? Und übrigens, Ihr Vater muss Ihnen etwas zeigen. Einen schwarzen Bildschirm vielleicht? Was will er mir denn zeigen? Ich bin gespannt. Ich bin aufgeregt. Los jetzt. Hallo? Geht's noch weiter? Oder hängen wir jetzt in einem schwarzen Ladebildschirm? Ah, da geht's weiter. So, mit Fox sprechen. Wo ist er? Da oben. Ich finde die... Kann sein, dass ich ein einfaches Gemüt habe, aber ich finde die Story gut und total spannend. Man weiß zwar, wer der Bösewicht ist und so, aber ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Das ist wie bei so einem Film. Hey, Fox. Fox, Mats sagt, sie wollen mir was zeigen. Jace! Oh, Fox. Es tut so gut, dich zu sehen. So gut. Danke, dass Sie ihm vertraut haben. Er ist hier. Aber ich muss mir noch ein Bild von ihm machen. Schulz sagte, Sie hätten was. Das ist richtig. Einer der Angestellten der Firma hat mir diese Aufnahmen seiner Smart Glasses geschickt. In Ihrer Umgebung wurden terroristische Aktivitäten gemeldet. Bleiben Sie in den Häusern. Das hätte nicht so laufen müssen. Ich habe genau den richtigen Finger runter. Immer schön, wenn sich das mittlere Management selbst die Hände schmutzig macht. Oder? Rein in den Truck! Bewegung! Und hört auf mit dem Gejammer! Ich will nicht, dass meine Gäste heulen wie eine Jungfrau beim Abschlussball. Los jetzt!
Glotz mich nicht so an, du Hurensohn. Ich bin ein einfacher Mann. Sie versprachen zu kooperieren. Und wie Sie nun sehen, kann ich gebrochene Versprechen nicht ertragen. Mein Gott, das ist Trey Stone. Er ist CEO von Sentinel, der privaten Sicherheitsfirma. Sie haben ihn eingestellt? Nicht dafür. Miles, mein Regierungskontakt. Er hat ihn vorgeschlagen. Peter Miles. Das ist der CIA-Mann hinter der Operation Greenstone. Er schickte uns her. Wollte das Arschloch etwa, dass wir versagen? Ich hasse solche Manager. Du warst immer anders, Jace. Wie tief steckt Miles drin? Es gab einen Bombenanschlag auf ein Labor beim Maunga Nui. Der Anschlag brachte mich dazu, tödliche Drohnen herzustellen. Miles übernahm die Finanzierung und wir schufen das Omega Security Programm. Und dann kam Walker als militärischer Berater zu uns. Und als sie es beenden wollten, haben die übernommen. Wir müssen alle Zivilisten von der Insel schaffen. Und ich brauche hier Verstärkung. Ich habe eine Idee, um das möglich zu machen. Ja! So kenne ich dich. Ich fand eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen. Ich arbeite an... Oh nein. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich gesagt hatte, dass meine Internetverbindung, also beziehungsweise der Router kaputt ist und deshalb die Verbindung öfters abreißt? Ja, genau das ist gerade passiert. Dann mache ich jetzt Pause und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, die Zwischensequenz können wir dann fortsetzen. Das wäre sehr schön. Ich fand eine Schwachstelle im Steuerprogramm der Drohnen. Ich arbeite an einem Exploit, einem Virus. Er könnte die Kontrolle über einen Drohnensektor übernehmen. Dann könnte ein Schiff die Insel verlassen. Ja, aber ich brauche Hilfe. Wenn das meinen Truppen erlaubt zu landen, helfe ich gern. Danke, Nomad, wirklich. Ich richte mir einen Arbeitsplatz ein. Besuchen Sie mich und ich sage Ihnen, was ich brauche. Das fühlt sich toll an. Wie früher, als ich noch nicht dieser Schlappschwanz war. Wissen Sie, was ich meine? Mein Magen war übersäuert und ich wollte den ganzen Tag nur Fischtacos essen. Aber jetzt, ich meine, jetzt fühle ich mich klasse. Wir treten in ein paar Ärsche. Das ist super. Oh, wie gut. Hey, Nomad, guck mal, da ist Nomad. Nicht mit dem richtigen T-Shirt zwar, aber es ist Nomad. Ah, wie gut die Zwischensequenz war. Ich hoffe, ich habe zum richtigen Zeitpunkt noch wieder eingeschaltet, denn ich musste mir die ganze Zwischensequenz nochmal angucken. Aber hey, geil. Aber wisst ihr, was ich komisch finde? Dass Fox eine bessere Körperhaltung hat als unser lieber Herr Milliardär Trace Skell. Normalerweise haben so Milliardäre, die auch, der hat sich auch so gegeben in seinen Videos, also in diesem Video da als Gesicht von Skelltech. Normal haben die doch dann eine gute Körperhaltung und der Jay Skell, der läuft da rum irgendwie, keine Ahnung, wie E.T. oder so. Ja, gut, aber meine lieben Freunde, das war es mit der 5. und in der Open Beta letzten Mission von Operation Greenstone. Ich kann es kaum erwarten, die nächsten Missionen zu spielen, aber geht halt erst, wenn das Spiel dann tatsächlich erscheint. Für mich dann am 1. Oktober. Und wie gesagt, wir müssen dann wieder komplett von vorne anfangen. Es wird vermutlich dann ein bisschen dauern, aber ich versuche halt, wie gesagt, alles zu streamen. Und ja, dann sehen wir uns morgen in dem einen Video noch, in dem ich zeige, wie weit man den Gearscore treiben kann, ohne ein einziges Mal nach Erewhon zu kommen. Und dann, ja, dann geht's weiter mit der Release-Version. Bis dann, meine lieben Freunde. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns.